Was geht, meine Aussie-Fighter-Hoser? Und morgen erscheinen ja LR Khalifa und Kale und unter anderem auch andere Charaktere wie Base vom Khalifa, Base vom Kale, Free-to-Play Gohan. Jedoch, wie gesagt, erscheinen morgen diese Charaktere auf Global um 7.30 Uhr morgens unserer Zeit. Dementsprechend werden wir heute uns die Charaktere näher ansehen, vor allem LR Khalifa und Kale, aber auch die zwei anderen, die mit ihr Summonable erscheinen werden in ihrem Banner, also Base vom Khalifa, Base vom Kale. Wir werden heute drei Teams, drei Szenarien testen. Bedingt durch ihre Passive eben machen wir das Ganze, denn wenn sie gegen einen Universalsager oder Pure Saints Gegner kämpft, dann macht sie auf bis zu zwei Additional Super Attacks. Heißt, wir werden einmal gegen so einen Gegner kämpfen, indem wir die zwei Additional Super Attacks mitnehmen. Wir werden einmal gegen einen kämpfen, indem wir nur einmal eine Additional Super Attack mitnehmen und indem wir gar nicht die Additional Super Attack mitnehmen. Um einfach mal zu sehen, was für einen Unterschied das macht. Dementsprechend habe ich mir drei Teams gebaut. Erst im Universal Survival Saga Team hier. Ich habe leider kein Hit, sonst hätte ich Hit als Leader genommen. Sie hätte einen besseren Boost bekommen. Und Jiren gibt ihr auch keinen zusätzlichen Boost, da er weder Universum 6, weder Joint Force oder Pure Saints Charakter ist. Sie bekommt ja pro Charakter 10%. Ist ein Charakter in mehreren Kategorien, sind das 60 das Ganze. Zum Beispiel LR Khalifa und Kale gibt es 30%. Dieser Kale gibt ihr 20% und so und so fort. Dann habe ich hier noch an der Stelle ein Full Power Team gebaut. Ein geiles Team werden wir auch gleich testen. Hier wird es auf jeden Fall auch gut machen. Und ein Pure Saints Team. Dementsprechend würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und gehen mal rüber in eines der Showcases. Alles klar, Freunde, und wir sind im Universal Survival Saga Team. Ich habe Hit als Friend mitgenommen, zum Glück konnte ich einen finden. Dementsprechend bekommt sie durch den Friend 170%, weil es Universum 6 Charaktere sind. Aber wir haben auch noch mit Hit dann 10% auf die Passive drauf. Und so machen wir das Ganze mal folgendermaßen. LR Khalifa und Kale ist eine andere Notation, das heißt, ich würde sie gerne mal rüberbringen. Wir sind hier jetzt quasi gegen einen Pure Saints Gegner. Heißt, wir haben hier den Effekt ihrer Passive, dass sie garantiert eine Additional Super, der macht eine in dem Fall, weil den Goku, Namek Goku Event sind wir, der gehört ja nicht zu Universal Survival Saga. Nachher gehen wir in Ui Gokus Event rein, da macht sie auch bis zu zwei Additional Super Attacks, garantiert durch die Passive. Ansonsten, Freunde, wie bereits gesagt, bekommt sie ja pro Charakter, der entweder in Universum 6, Joint Forces oder Pure Saints ist 10% drauf und ist ein Charakter in mehreren Kategorien, bekommt sie an der Stelle oder ist stackt sich das Ganze eben. Zum Beispiel die ganzen Universum 6 Saiyans, die wir haben, die geben ihr 20%, weil Universum 6 Pure Saints aber kein Joint Force ist. Sie selbst gibt sich 30%. Ansonsten, Freunde, ja, diese Kale und also die Kale hier, die Strength Kale und die Tech Khalifa würde ich nicht unterschätzen. Ich werde mal gucken, dass ich beide in eine Rotation bekomme. Und ja, dann machen wir das Ganze mal. Dann machen wir das jetzt mal hier so. Jiren muss nicht unbedingt super attacken. Wir haben hier schon bereits sehr, sehr gute Key, weil sich hier an der Stelle mit einem Universum 6 Charakter hier gelinkt ist. Oder mit Kale oder Khalifa, mit irgendeinem anderen Kale oder Khalifa wegen den ganzen Link-Skills, die sie bekommen. Sei es hier an der Stelle Battlefield Diva, Warriors of Universe 6, Tournament of Power. Das sind übertrieben viele Key-Link-Skills. Was sie wegen Angriff-Link-Skill technisch braucht, ist nicht viel. Ich meine, sie hat 4 Battle Super Saiyan. Klar, Legendary Power auch, aber 4 Battle Super Saiyan würde schon reichen. Wir haben hier an der Stelle 2.8, wir haben keinen Supporter, wir haben hier nur 4 Battle, sag ich mal. Okay, wir hatten eine gute Anzahl an Key. Das ist ihre normale Super-Attack. Wird das meine Khalifa und Kale hat, by the way, einen Dupe. Das ist ihre zusätzliche Edition-Attack. Und jetzt kommt garantierte Super-Attack. Und Potenzial kommt noch, also weil wir gegen einen Pure Saints Gegner kämpfen, und Potenzial kann noch auf jeden Fall hier an der Stelle durch das Dupe-System 1 kommen. Jetzt, ich habe ja hier einen Dupe, ich bin auf Crit gegangen, Rest Edition Attack, heißt, ich würde bei ihm im Endeffekt dann auf 15 Crit, 11 Edition Attack gehen. Diese Kale, apropos, was kann denn die? Die erscheint nämlich morgen auch, in ihrem Banner wird sie Feature sein, die Khalifa ebenso. Sowohl Kale als auch Khalifa, die Base Storm, erhöhen ihren Angriff und die Verteidigung mit jeder Super Attack und machen Supreme Damage. Allein das reicht schon aus, Freunde. Die sind fürs Legendary Goku Event zum Beispiel übertrieben gut, aber nicht nur das. Jetzt wartet mal ganz kurz, lass mal ganz kurz zeigen, was die. Der muss nicht unbedingt super denken, was die Khalifa hier gleich macht. Ich sag gleich, was sie durch die Passive drauf hat, sag ich mal. Aber wie gesagt, guck mal jetzt. Batz, was? Ein Dodge? Ich sag's gleich, Freunde. Aber beziehungsweise fangen wir mit der an, die ist in der Rotation. Und zwar, wie gesagt, beide machen Supreme Damage, erhöhen Angriff und Verteidigung. Die Tech Base vom Khalifa, die in der Rotation hier ist, hat Attack mit 6% und erhöht ihre Chance zu dodgen, Super Attack und normale Angriffe um 6% pro Universum 6 oder Peppy Golds Mitglied im Team. An der Stelle ist es ohne, das ist ohne ein Limit, sehe ich das richtig? Ja, ohne ein Limit, aber, what? Und wenn quasi ein Charakter in beiden Kategorien ist, bekommt sie 12%, also im Universum 6 und Peppy Golds. Krass, krass. Jedenfalls, egal, das war nicht das Gestörte. Gestörte wird's noch. Wenn sie gegen einen Universal Survival Saga oder Pure Saints Gegner kämpft, dodgt sie immer.
einfach immer dodgen. Und dementsprechend wird sie gegen Goku zum Beispiel immer dodgen, Freunde. Weil ein Pure Saiyans Gegner ist zum Beispiel. Und sie ist sehr, sehr gut für Events wie Battlefield, indem man gegen Pure Saiyans Gegner kämpft. Und oder Universe Survival Saga Legendary Goku Event. Bis auf die letzte Phase, weil in der letzten Phase verhindert das Ui Goku. Also in der letzten Phase kann sie nicht dodgen. Vergiss das nicht. 3-6, nice, mit einem Supporter. Vergiss das nicht, Freunde. Also im Legend Goku Event, darauf will ich hinaus. Aber ansonsten, wenn sie gegen ein Pure Saiyans oder Universe 2 kämpft, nimmt sie einfach mit. Zum Beispiel im Battlefield mache ich das gerne. Auch wenn ich gegen Jiren kämpfe oder auch wenn ich keinen Typenvorteil mit ihr habe, auch wenn sie nicht im Leader Skill passt, ich packe sie einfach da rein. Denn sie dodgt ja so oder so immer. Deswegen, das ist wirklich brutal an ihr. Und die Base vom Kane, was hat sie drauf? Werden wir die beiden Rotationen sehen? Ja, gleich. Base vom Kill, wie gesagt, wegen der Super-Deck wisst ihr Bescheid. Hat ebenso Attack und F 60% immer. Bekommt pro Pure Saiyans oder Peppy Gods Mitglied im Team 10% auf den Angriff. Stackt sich hier ebenso, ist jemand in beides in das 20%. Und macht garantiert einen Additional Super-Attack, wenn der Gegner ein Universe Survival Saga oder Pure Saiyans Gegner ist. Das sind echt gute Charaktere und die haben nicht mal einen Awaken. Ne? Sie brauchen ja natürlich Zeit, dass sie ihre Sachen stacken und so fort, aber sie sind echt nicht schlecht. Jetzt guck mal, die wird alles dodgen hier. Und die wird Edition Super Decks raushauen. Und eine zumindest, sag ich mal. Garantiert durch die Passive, weil wir gegen einen PC-Gegner kämpfen. Die zwei sind echt nicht schlecht, Freunde. Guck mal, die einfach dodgen. Kommt alle dodgen. Kommt alle dodgen. Was ist für eine Ability? Die sind bei mir auf. Ich guck mal gleich, ob beide auf SA10 sind. Sollten sie sein, weil sie haben Free-to-Play farmbare SA. Aber sie haben keine Dupes. Sie haben keine Dupes, ja, normaler Angriff. Jetzt kommt durch die Passive Edition Super Attack, weil wir gegen Plus Gegner kämpfen. Und ja, ich habe hier keinen Edition Attack, also keinen Dupe bei ihr, deswegen war es auch schon. Genau. Ah, mit Evo hätte ich eigentlich angreifen können. Wieso habe ich denn denen keine Obst gegeben? Weil ich ein bisschen erstmal was zeigen wollte. Hier wollte ich erstmal so die neuen Charaktere erklären, zeigen, was sie drauf haben. Hier haben wir quasi, wie gesagt, die eine Garantie bei LR Khalif Long Kill. Aber jetzt bringen wir das Ganze hier mal zu Ende, würde ich langsam aber sicher sagen. Schaut, ich hätte sie in die Mitte stellen können, weil sie dann 4 Battle bekommt. Ah, warte mal, die hat hier 5 Zweier gesetzt, immer ein Super Saiyan. Ja, egal, nicht schlimm. Lassen wir das Ganze einfach mal so, dass wir es runterlaufen. Jetzt gehen wir mal danach in das Ui Goku Event. Dann haben wir nämlich unsere 2 Edition Super Attacks. Also, sie wird nicht aufhören. Oh, und ja, vergiss nicht, sie baut ihren Dodge auf, ne, durch die Passive auf bis zu 66%. Das ist brutal. Und erhöht ihre Verteilung mit jeder Super Attack, egal welcher. Das ist richtig gut. Und Ui Goku, bin ich gespannt. Beziehungsweise, ich werde sie mit Evo, ne, nicht mit Evo unbedingt, aber die Rotation Evo und LR Khalifa und Kill, die spielt sich übertrieben gut. Turn of Power Super Saiyan 4 Battle, Prepare for Battle. Und die Rotation will nicht aufhören anzugreifen. LR Khalifa und Kill greift 1000 Mann an. Sowohl als auch Evo Vegeta. Deswegen, Freunde, würde ich sagen, switchen wir rüber in das Event von Ui Goku. Alles klar, Freunde, wir sind im Event von Ui Goku. Wir müssen ganz kurz die Rotation zeichnen. Beziehungsweise werde ich in diesem Setup das folgendermaßen machen. Ihr seht es auch vielleicht schon. Ich werde LR Khalifa und Kale mit der Supporter in Kale lassen in der Rotation, weil alle anderen Charaktere, die reinkommen, haben dann 4 Battle und geben ihr dann 4 Battle. An sich muss man nicht viel machen, um LR Khalifa und Kale richtig zu spielen. Prepare for Battle, Super Saiyan 4 Battle würde reichen. Dann machen sie ihren Job so oder so gut. Key bauen sie auch auf durch die Passive Source nicht. Aber zum Beispiel mit Evo Vegeta, wie gesagt, in der Rotation funktioniert sie auf jeden Fall nice. Werden wir hier mal auch da sehen. Also beziehungsweise hier auch sehen. Oh, das ist schon mal eine sehr. Oh mein Gott, das ist eine sehr schöne Rotation. Sie musste noch 2 Key einsammeln, Freunde. Und sie hat nicht mal Key aufgebaut. Sie kann ja Key aufbauen. Mit jeder Attack, die sie aufbaut. Maximum sind an der Stelle 6. Aber wir haben jetzt 2 Supporter drin. Wir haben alles wichtige getriggert, außer Legendary Power logischerweise. Jetzt bin ich drauf gespannt. Der ist nur ein Pure Saiyan, der ist nicht in Universe Survival Saga, sehr geil. Ich habe sie auf Dodge geskillt, weil sie ein Supporter ist, logischerweise. Und jetzt bin ich auf Angriffset gespannt. Das ist nämlich eine sehr schöne Rotation hier an der Stelle, muss ich tatsächlich sagen. 4,18. Und das ist der erste Angriff. Was? Oh mein Gott, was? Ich hoffe, wir kriegen die Rotation gleich wieder gegen Ui Goku. Oh, jetzt wo ich den Dackel sehe, total vergessen. Obwohl ich habe Ghoster Stamm. Schade, hätte ich LR Khalifa und Kale drinnen, würde ich es vielleicht riskieren tatsächlich und gucken, ob sie dodge oder nicht, aber nicht stimmt. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dürft ihr den Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben, sorry. Und falls ihr neu da seid, auch gerne ein Abo lassen, falls ihr das Ganze unterstützen mögt. Vielen Dank für eure Unterstützung, Ladies and Gentlemen. Geht gerade gut ab und die Rotation ist auch geil. Habt ihr das gesehen? Issei Broly und der Broly und Issei Broly hat noch nicht mal seine Stacks aufgebaut. Also in diesem Team fühlt sich auch wohl. Tatsächlich wirklich. Das Team ist auch sehr, sehr nice für sie. Dementsprechend, naja, kurz was weggeklickt. Ja, die Technik. Dementsprechend, Freunde, gefällt sie mir wirklich in diesem Team, so ist nicht. So,
Jetzt haben wir Ui Goku drin. Jetzt haben wir Ui Goku. Das heißt, Freunde, wir können potenziell bis zu 5 Angriffe starten. Was hat's denn? Okay, 8, Level 8, heißt 16% Additional Attack durch Tube System. So, wir haben jetzt zum einen, beziehungsweise wenn sie gleich drankommen. Ich habe sie auf Deutsch gespielt, wie gesagt, ist eine Supporterin. Man kann tatsächlich so in der Rotation spielen, so ist nicht. Sie ist ja eine Supporterin, gibt ihren Support-Aspekt für ihre Survivor-Charaktere und linkt sie auch sehr gut mit ihr. Einzige, was fehlen würde, oder was sie nicht geben würde, wäre 4 Battle bekommt sie aber durch Broly in dieser Rotation. Jetzt bin ich drauf gespannt, Freunde, jetzt bin ich drauf gespannt, was hier gleich abgehen wird. Und zwar haben wir hier 3,6, das ist unser erster normaler Angriff durch die Ki, die wir eingesammelt haben. Und ihr seht auch schon, Ki, auf Ki kommt sie gut, Freunde. Auf Ki kommt sie gut. Oder, ja, der LA. Also, ist immer schwierig zu sagen, ist ein Doppel-LA. Jetzt normaler Edition Attack, Bats. Jetzt, weil es die 0-2-Gegner ist, sag ich mal. Oder halt Pure Saints, je nachdem, also sucht euch eins aus. Aber danach kommt dann noch ein Edition Attack. Und das waren 2 Millionen, ne? Auf dem Radar. Jetzt kommt noch eins, Bats, durch die Passive. Und jetzt kommt potenziell könnte noch eins kommen wegen dem Dupe-System. Und wenn man keine Dupes hat, sind das halt 5 Edition Attack, die sie hat als Geldcharakter. Das sind dann 10% für ein Edition Attack. Ah, leider nicht gekommen, aber. Und sie hat immer ihre Verteidigung erhöht, Freunde, mit jeder Super-Attack, die sie gemacht hat. Das macht sie aus, das macht alle Kill von Kill aus. So simpel, sie sind sehr simpel, sie brauchen nicht viel, aber machen dafür sehr, sehr viel, Freunde. Wirklich, alles aus der Karte fehlt so auf Free Dupe, also ohne Dupes, es wäre Crit, aber da kann man wechseln, sag ich mal, ja. Oh, Marboy Tarts, okay, sagt sich, na, supporten werde ich diese Runde nicht, transformiert sich nicht schlimm. Wir haben eigentlich schon gut was gesehen, aber ich würde trotzdem noch auf jeden Fall gegen Ultra 1 den Goku zeigen, was sie drauf haben. Dann habe ich auch noch Evo in der Rotation. Habe ich Evo rausgetippt, bitte sag ja. Yes, und dann werden wir... wir kämpfen schon gegen ihn. Sehr geil, okay. Moment, dann machen wir das Ganze folgendermaßen. Tarz könnte schon... Tarz wird, glaube ich, gut Schaden bekommen, so ist nicht, egal. ja, nächste Runde wird auch nice. Nächste Runde wird auch nice, weil dann haben wir diese Runde, die einfach nicht aufhören will anzugreifen. Evo Vegeta greift oft an, Freunde. Logischerweise durch Pass 3-mal, dann potenziell Dupsen 4-mal. Califlon Kill potenziell 5-mal. Die Rotation ist geil. Die Rotation mit Evo und Ding ist. Das würde ich gerne sehen. Auf jeden Fall. Kommt alle 5-mal wiederholen. Aber der Izay Broly, Freunde, der ist bei mir auf 100%. Der ist so eine Maschine. Der ist so gut einfach, wirklich. Die Rotation hat's, jetzt muss ich aufpassen, dass der nicht, nein. Ja, war schön. War schön, Broly, halt ich mal zurück, macht, tut aber nicht. Aber das mit Evo würde ich mal gerne zeigen an einem Beispiel. So, Freunde, das wollte ich euch jetzt nun zeigen. Evo Vegeta und LR Califlon Kill, die werden nicht aufhören anzugreifen. Lassen wir zuerst mal Evo los, auf sie los. Und dann gehen wir mal die Orbs für die Dame. Weißt du was, ich würde gerne die 24 Key sehen, gucken was abgeht mit Tarz in der Rotation. Deswegen machen wir das Ganze mal so. Und jetzt, das wird... die werden nicht... Guck, bitte schaut einfach selbst, okay? Ich hoffe, Evo packt auch seine 4. Edition Super Tag aus, dann wäre es geil. Aber ist der potenziell durch Tube System, das ist ein normaler Angriff, wie gesagt. Dann kommen durch die Pass gleich 2 normale Auto-Attacks, die keine Super-Attacks sein können. Bart's einer ist hier, der andere ist da. Wenn es aber kritzend ist, ist auf jeden Fall Schmack ist. Und Bam Edition Super Deck. Evo sagt, okay, warte mal, alle Califlon Kill, ich bin auch noch da. So, 4 Angriffe, Leute. Der ist fertig. Kriegt eine Super Deck. Aber gleich kommt alle Califlon Kill mit potenziell 5 Angriffen. Heißt, wir haben potenziell von den beiden Charakteren 9 Angriffe in einer Rotation. Und dann kommt noch einer wie Tarzweich, dann sind das 10. 10 Angriffe in einer Rotation. Was ist da los? Was ist da los? Es ist insane, wirklich. Bats, normaler Edition Attack. Hier ist ein Crit an der Stelle, nice. Jetzt, weil es Universal Gegner ist oder Pure Saiyan, wie gesagt, kommen noch 2 weitere Edition Super Attacks. Und dann eventuell noch vom Dupe System was. Es ist gestört. Die Rotation gefällt mir richtig, wirklich. Die funktioniert auch sehr geil. Alles klar, Freunde. Dann haben wir hier noch unser Pure Saiyans Team gegen das Android 13 Dokument. Heißt, sie macht von sich aus keine Additional Super Attacks. Keine 2 weitere durch die Passive, weil wir eben weder gegen einen Pure Saiyan Gegner kämpfen, noch gegen einen Universal Survival Saga, um mal zu sehen, wie das Ganze sich eben so macht. Bis jetzt habt ihr aber gesehen, wirklich sehr, sehr gut, LR Califlon Kill, die sind sehr nice, wirklich. Man muss nicht viel machen, aber sie machen dafür sehr viel, das ist brutal, das ist wirklich geil. Ein sehr, sehr guter Charakter. Ja, Leute. Aber hier die 2 Vierfache, meine Boys. Also Pure Saints Team ist ja mal brutal, wirklich. Pure Saints Team ist echt heftig, sonst nicht. Hätte ich zum Beispiel L-Attack Broly, könnte ich auch auf jeden Fall L-Attack Broly mit L-Attack Califlon Kate in der Rotation halten. Das würde auch gehen. Kann man auch machen. Hier jetzt, wie gesagt, Baum. Sehen wir mal, wie das Ganze läuft. Wir haben jetzt Double Transform Vegeta. 150% Double auf die Stats.
Der Boy kommt hier ran und dann haben wir noch LR Califla und Kill, die angreifen. Normale Super Attack im Prinzip und dann Additional Attack durch die Passive. Die macht sie garantiert, aber die Additional Super Attacks kommen nicht mehr. Klar kann auch Polar Self und Dupe System was kommen, aber da sehen wir auch, das ist ein guter Vergleich, was du so gemacht hast, finde ich. Bisschen eingelobt. Ne, dass wir dann sehen, was es für einen Unterschied macht tatsächlich. Oh, meine Boys, die zwei Vierfachen. Kommt bald zu Legends, das ist auch so eskalieren wird das. Apropos bald, morgen ist eine Wartung. Wartung für Beschwörungen. Ich glaube, droppen legit morgen. Egal, wird geil. Sehr egal, wird geil. Ja, Vierfach Goku, BATS! Runter mit dir, ey. Und dann kommt Vegeta noch hinterher. Insane. Goku hat bei mir keine Dupes, Vegeta hat bei mir zwei Dupes. Vegeta! So, und jetzt sind wir schon am Ende. Ist das schon hier? Aber bei C13 muss man echt aufpassen. Wenn der Boy mal ultet, dann macht er so viel Schaden. Der macht dann so viel Schaden, da muss man echt aufpassen. Jetzt habe ich die ganze Zeit aufs Vegeta gegeben. Ah, ich habe sie einem Freund gegeben. Ich hätte sie meinem geben sollen. Meiner hat nämlich zwei Dupes, nicht schlimm. Apropos, warte mal, ich mache mal den hier. Apropos Transforming Vegeta. Damit er seine Superdecke bekommt da hinten. Einfach Pure Saint Seeder. Oh, das wird wehtun. Einfach 150% Pure Saint Seeder. Aber in der Friendness auf JP finde ich einfach keinen. Ich habe auf Twitter was getweetet. Vielen Dank für alle, die mir eine Freundschaftsanfrage gesendet haben. Ihr habt es gesehen. C13 muss man schon aufpassen. Wenn er ultet, dann tut er die Verteidigung sowas von hart senken, dass der Charakter einfach übertrieben viel Schaden bekommt. Und er hat ihn auch noch gestunt. Okay. Additional Attack. Bots. Und jetzt. Okay, das war's. Das war's tatsächlich. So ist das Ganze auch, wenn man, wie gesagt, nicht die volle Passive hat. Genau. Marboy. Marboy, Alter. Du bist es, Mann. Du bist es. Der ist so cool. Der ist so cool. Oh, ich glaube, wir haben hier die Active Skills. Jawollo, hau mal die. Ja, Freunde, komm. Wir hauen die Active Skills hier raus. Dann beenden wir das Video. Wir haben gut was zu LR Califla gesehen. Lass mich gerne wissen, was du von dem LR haltet. Guck mal, versteht mich falsch. Ich habe folgenden Eindruck. Könnt mich gerne korrigieren, falls nicht so ist. LR Califla und Kill, ein sehr, sehr guter Charakter. Beste Charakter im Spiel, so. Ist das mein Indokan, muss man ganz klar sagen. Aber ich denke dennoch, halten sie viele zurück, weil es ist jetzt für sie ein Charakter, der sie nicht anspricht. Wisst ihr, was ich meine? So war es auf JP. Klar, jedem war bewusst, dass es ein sehr, sehr guter Charakter ist, aber weil es LR Califla und Kill war, wollte, also, wisst ihr, was ich meine? Hat das nicht so einen Impact auf die User gehabt oder auf die Community? Und viele dachten sich, ja, muss jetzt nicht sein. Früher oder später kann ich sie vielleicht ziehen, früher oder später kann ich sie mit Coins holen und so fort. Verstehe ich ganz klar. Deswegen lasst mich aber gerne mal wissen, wollte ich euch die Frage geben, weiterleiten. Lasst mich wissen, LR Califla und Kill, was hat ihr von ihr? Also, spricht sie euch an? Ist es ein Charakter, für ihr die summonen würdet? Oder sagt ihr eben, ist ein sehr guter Charakter, aber ich werde trotzdem nicht summonen, weil es alle Kaifi und Kay sind und so fort. Jedenfalls, Freunde, so viel zum heutigen Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Selbst hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace.